Moin ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch jeden Nähschritt auf dem Weg zum Edelshopper. Durch seine besonders schöne Form schaut er über der Schulter oder in der Armbeuge getragen sehr edel aus, daher auch der Name. Mittels Aufklappen trägt er den gesamten Einkauf eines ganzen Shoppingtages nach Hause und ist ein wahres Raumwunder. Ihr könnt ihn aus Stoffen nach Wunsch nähen. Aber ein Stoff sollte wenigstens ein wenig Stand haben. Deshalb habe ich in diesem Fall den Außenstoff mit aufbügelbarer Vlieseline verstärkt. Ihr könnt ihn optional mit einer Reißverschlusstasche ausstatten, das ist aber Thema eines anderen Videos. Das optionale Einklappen funktioniert durch Drucker in den Seitenteilen oder einem Band im Taschenfutter. In diesem Fall soll der Edelshopper durch Drucker eingeklappt werden. Dafür legt ihr die Schnittteile auf die Seitenteile. Vorher habt ihr euch ein kleines Loch an der Druckermarkierung geschnitten. Nun könnt ihr durch das Loch einfach die Markierung auf die Seitenteile übertragen. Dabei ist es wirklich wichtig, sich an die Markierung zu halten, da ja später noch Nähte drumherum genäht werden müssen. Die Drucker kommen mit den Kappen auf die Innenseite des Stoffes, verstärkt gegebenenfalls, und mit den Nut- und Federteilen nach außen. Wenn ihr es ganz einfach haben wollt, schneidet das Innenfutter genauso wie das Außenfutter zu. Ich finde aber oben eine abgesetzte Kante sehr hübsch. Deshalb klappe ich das Schnittmuster an der entsprechenden Linie um und schneide das Innenfutter an der Oberkante etwas kürzer zu. Ebenso wird das Hauptteil kürzer zugeschnitten, also kürzer als die Außentasche, aber natürlich nach der Markierung im Schnittmuster. Um die Futtertasche auf die gleiche Höhe zu bringen, werden an den Oberkanten Streifen angesetzt. Wundert euch nicht, die sind etwas schräg angeschnitten. Deshalb müsst ihr aufpassen, dass ihr auch die richtige Kante an die Oberkanten von Seitenteilen und Hauptteil näht. Dazu legt ihr es so hin, dass die Kanten vom Seitenteil schräg nach außen laufen, klappt es dann um und steckt es rechts auf rechts an das Seitenteil. An den Hauptteilen werden die angesetzten Streifen nach oben hin schmaler. Legt euch die Streifen also wieder an die Hauptteile, so dass es eine Linie ergibt, klappt sie um und steckt sie fest. Ich habe auch die Streifen noch mit aufbügelbarem Vlies verstärkt, weil ich es gerne mag, wenn die Kante schön stabil ist. Steckt sie nun alle fest und näht sie an. Ebenfalls optional ist ein verstärkter Boden. Auch die Anleitung findet ihr in einem anderen Video. Bereitet ihn entsprechend vor, auf Wunsch mit Bodennägeln. Bei diesem Schnittmuster ist es wirklich wichtig, die Markierung auf die Schnittteile zu übertragen. Beim Hauptteil ist es die Markierung an der Seite. Dort schneidet ihr an beiden Seiten den Stoff ca. 5 mm weit ein. An den Seitenteilen markiert ihr ebenfalls die Seiten und die untere Mitte. Wiederholt das Ganze auch bei der Futtertasche. Falls ihr einen Boden nähen wollt, markiert auch dort die Mitte an den kurzen Kanten. Ich habe Seitenteile und Hauptteile jetzt mit dem oberen Streifen versehen. Ich steppe nicht ab, weil ich es so edler finde. Ist bei gekauften Taschen auch oft so. Außerdem habe ich noch eine Innentasche aufgenäht mit einem Anhängerband. Steckt nun die beiden Außenteile, die Hauptteile entlang der unteren Kante aufeinander. Ebenso die Futterteile. Als erstes nähe ich die Futterteile entlang der Unterkante aufeinander. Dabei lasse ich eine Wendeöffnung. Diese sollte mindestens so breit sein wie euer fester Boden später. Ihr könntet die Wendeöffnung auch an der Oberkante der Tasche lassen, aber beim Wenden verziehen sich oft die Öffnungen ein wenig und das sieht oben unschön aus. Gerade an der Oberkante möchte ich ja keine Fältchen haben. Nun werden auch die Hauptteile der äußeren Tasche rechts auf rechts entlang der Unterkante aufeinander genäht. Und einmal noch die Nahtzugabe zur Seite geklappt und abgesteppt. Falls ihr einen extra Boden vorbereitet habt, klebt ihn nun mit Stylefix mittig auf dem Boden der Außenkante, also mittig über die Naht eben. Drückt ihn gut fest. Dieser Boden wird nun knappkantig rundherum auf die Außentasche genäht. Jetzt können wir ein Seitenteil anstecken. Dieses ist ja bereits mit Druckern oben vorbereitet, falls ihr das möchtet. Sucht euch nun die Mitte, die untere Mitte und die Mitte von eurem Bodenteil und steckt diese als erstes fest. Daneben kommt noch rechts und links je eine Klammer im Verlauf der kleinen geraden Bodenkante.
zieht nun das Seitenteil zur Seite hoch, so dass sich die oberen Ecken treffen, und steckt es an dieser Stelle an das Hauptteil. Folgt der geraden Kante und steckt oder klammert mit mehreren Nadeln oder Klammern bis zu der eingeschnittenen Markierung. Dann beginnt ihr wieder oben an der gegenüberliegenden Seite und steckt auch da die gerade Kante bis zu der kleinen Markierung. In den Ecken schaut es so aus, als wäre das Seitenteil zu groß. Deshalb schneidet die Ecken am Hauptteil, also an der geraden Kante, im Abstand von 5 mm ca. auf 5 mm ein. Das gleiche wiederholt ihr an der gegenüberliegenden Ecke, also das Hauptteil, die gerade Kante, mehrmals einschneiden. Jetzt wird das Seitenteil angenäht. Beginnt dabei an einer oberen Kante und näht mit dem Hauptteil nach oben. Das heißt, das Hauptteil liegt direkt unter dem Nähfüßchen. Ich kann es euch leider hier nicht zeigen, weil das ganze Volumenvlies hat den Blick auf die Nähmaschine nicht erlaubt. Näht an den Ecken schön langsam und zieht immer wieder das Hauptteil an die Kante des Seitenteils. Das erste Seitenteil der Außentasche ist nun angenäht. Wendet die Tasche auf die rechte Stoffseite. Die eben genähte Kante wird nun auf dem Hauptteil abgesteppt. Dafür klappen wir die Nahtzugabe ins Hauptteil, immer ein Stückchen nähen, dann die Nahtzugabe und mit dem Finger wieder ins Hauptteil schieben. Ihr steppt also auch auf dem Hauptteil und näht dabei im Abstand von 3-4 mm zur vorherigen Naht. An den Ecken näht ihr ganz langsam, schiebt immer wieder die Nahtzugabe ins Hauptteil, dann klappt das ohne Probleme. Steppt über das Bodenteil hinweg bis hinauf zur gegenüberliegenden Seite. Das erste Seitenteil ist nun schon komplett angenäht. Nun folgt das zweite Seitenteil. Dabei geht ihr genauso vor wie eben. Entlang der unteren Mitte aufeinander stecken, rechts und links eine Nadel und dann wieder von oben stecken. Die Ecken einschneiden und annähen. Dann absteppen. Eure Außentasche ist jetzt schon soweit fertig. Viele Nähte hat die Tasche ja gar nicht. Und wenn ihr sie mittels der Drucker mal zusammenfaltet, könnt ihr auch schon prima ihre endgültige Form erkennen. Ihr ahnt es jetzt natürlich schon, das gleiche folgt jetzt mit der Futtertasche. Falls ihr einen oberen Rand genäht habt, legt dabei die Nahtzugaben nach unten und achtet darauf, dass sich die Quernähte genau treffen, auch wenn die kleinen Schrägen oben jetzt gegensätzlich laufen. Das muss so sein. Also nicht jetzt begradigen und einkürzen. Dann würde die Tasche nicht mehr so sitzen. Klammert also weiter und näht die Seitenteile an. Hier seht ihr gut, dass sich durch die Schrägung der oberen Streifen dann auch eine gerade Naht ergibt. Schaut, wie hübsch es dann von innen ausschaut. Jetzt könnt ihr oben mittig noch einen Drucker oder einen Magnetverschluss oder Klettverschluss an der oberen Kante anbringen. Später wird dieser von außen gar nicht zu sehen sein. Das macht die Tasche natürlich auch sehr edel. Nutzt dabei wieder unbedingt die Markierung auf dem Schnittmuster, da sonst die Gefahr besteht, dass er zu weit oben sitzt und ihr müsst ja noch Tasche oben zunähen und gegebenenfalls absteppen. Das wäre sonst zu knapp. Wenn ihr den Verschluss angebracht habt, kommen wir jetzt zu den Gurten. Schneidet euch die Gurte in eurer Wunschlänge ab, also zwei gleich lange Gurte, steckt sie nach unten gerichtet mit der guten Seite, falls euer Gurt eine gute Seite hat, auf die Oberkante der Außentasche. Der Gurt sollte 1 cm Abstand zu euren Längsnähten haben und auch ca. 1 cm über die obere Kante hinausragen. So wird er später durchs Absteppen nochmal schön mitgefasst. Achtet darauf, dass das Gurtband nicht verdreht ist und steckt es mit jeweils 2 Nadeln fest, damit es schön senkrecht sitzt. Die 4 Gurtbandenden werden nun knappkantig auf die Oberkante der Tasche genäht. An der Futtertasche habt ihr den mittleren Verschluss angebracht. Ich habe hier einen Drucker gewählt. Krempelt sie auf die rechte Stoffseite. Steckt sie rechts auf rechts in die Außentasche hinein. Die Gurte liegen jetzt auch zwischen den Taschen und steckt sie an den Nähten zusammen. Dabei klappt die Nahtzugaben der Futtertasche nach außen,
So liegen sie gegenüber den Nahtzugaben der Außentasche. Und die Naht bleibt an den Stellen schön flach. Falls ihr keine Wendeöffnung im Boden gelassen habt, müsstet ihr jetzt an der Oberkante eine Wendeöffnung lassen, die mindestens so breit ist wie euer Boden, also ca. 15 cm. Näht nun die Oberkante rundum aufeinander. Jetzt könnt ihr die Tasse schon durch die Wendeöffnung nach außen krempeln. Formt die Oberkante der Tasche schön aus, also zieht die Stoffe so, dass außen nur Außenstoff und innen nur der Futterstoff sichtbar ist und steckt sie rundherum fest. Ich steppe die Oberkante dann im Abstand von ca. 3 mm zur Kante einmal rundherum ab. Falls ihr eine Wendeöffnung gelassen habt in der Oberkante, müsstet ihr die Tasche knappkantig absteppen, denn damit wird dann auch die Wendeöffnung verschlossen. Je nach Geschmack könnt ihr auch ein zweites Mal parallel dazu steppen. Fertig! Ihr könnt euch jetzt über euren Edelshopper freuen. Eingeklappt hat er oben eine kurze Oberkante, dann könnt ihr ihn ausklappen, wenn ihr viel eingekauft habt, und er öffnet sich zur richtig geräumigen Tasche. Meinen Edelshopper habe ich mit einer Reißverschlusstasche, einer Innentasche mit Anhängerband und festem Boden mit Bodennägeln ausgestattet, aber auch in einer ganz einfachen Form, ohne oberen Rand, einfach gedoppelt, ist er wirklich eine tolle Tasche. Probiert es einfach mal aus. Jetzt könnt ihr edel shoppen gehen und seid auf sämtliche Schnäppchen gut vorbereitet. Vielleicht mögt ihr sie ja auch mal aus richtig weichem Kunstleder nähen. Da hat der Edelshopper wieder eine ganz andere Optik und ist von der gekauften Tasche praktisch gar nicht mehr zu unterscheiden. Vielleicht liebt ihr ja Taschen nähen genauso wie ich. Schaut einfach unten in die Beschreibung, dort findet ihr alle Links und Infos. Auch zum Taschenspieler 4 und viel, viel mehr Designbeispielen zu dem tollen Shopper. Liebe Grüße, Sabine.